Selber so ein Pedo, ey. So schließe er nicht von mir auf sich. Umgekehrt, scheiße. Jetzt wollte ich mich gewählt ausdrücken, weil ich so alt bin, weißt du, und das kleine Kinder nicht machen können und so. Ach, Mann, wo. Ach ja. Ein Let's Tryser. Lass uns mal ein paar Let's Tries spielen. Oh nee, ich erinnere mich, dieses Level war einfach nur total ätzend. Ja, und wir haben es bis zum Ende aufgehalten, aufbewahrt. Wir schwimmen jetzt durch, das haben wir damals auch gemacht. Deswegen haben wir auch die eine Sache nicht gefunden, oder? Weil, oder ist jemand irgendwie falsch geschwommen? Das kann auch sein. Ja, da war das mit der Stinkekralle. Ah, ich weiß wo. Okay, vergiss es. Ganz still sein. Achso, soll ich jetzt nicht spoilern? Du sollst nicht spoilern. Teddy, was machst du auch immer da? Du willst dich jetzt brutzeln lassen, das sehe ich. Ich habe mich versteckt. Ich lass mich brutzeln. Ja, was willst du eigentlich? Pass mal selber auf. Weil ich die Kamera nicht mitziehst. Ja, kann ich ja nicht so. Okay, doch. Yay, null. Bringst du nichts für. Bist du wieder so sehr nah vor mir? Echt? Pro. Ja. Ja, ich bin da gerade wieder in meinem Emo-Mode. Ja, ich sehe es nur, weil das lustige Gelache mir gerade das Trommelfell zerrissen hat. Boah, scheiße. Ich könnte aber einfach mal die Kopfhörer ein bisschen leiser drehen, aber da müsste ich halt einfach ins Mischpult. Ladidadi. Boah, das war gut. Das war gut. Das war ungewohnt hier. Ja, ich hänge da übrigens irgendwo noch da. Der ist fies. Ja, ich weiß. Sind wir auch einfach dran vorbeigeschwommen, oder? Oder, ah nee, Quatsch, da habe ich mich einfach so vorbeigemogelt, ne? Hast du gut gemacht. Und dann den Schatz geholt. Den wir eh schon haben. Genau. Wir haben ihn nämlich jetzt als Lampe bekommen, was total toll ist. Kann man ihn nicht irgendwie an seiner Lampe da greifen? Ich weiß nicht, ob man dich da reinwerfen konnte. Egal, ich gehe weiter. Da, da, da. Oh Gott, jetzt kommt Stinker. So, egal, wir haben eh keine Perlen mehr, die wir uns abnehmen können. Ja, ist ja gut, aber jetzt können wir auch den Schatz noch finden, weil Stinker hat uns ja... Genau. Ja, oh, ich weiß es wieder, wie es war. Das ist Stinker. Ja, und wir schwimmen jetzt einfach. Das war jetzt Teddy, der mich erstmal festhalten muss, damit wir auch gar keinen Vorsprung haben. Und los geht's. Und weg. Ja, solche Geräusche mache ich ab und zu. Ja, besonders, Stinker. Besonders wenn er nachts schläft oder so, dann macht er das mal. Sie muss hier auch im Wohnzimmer schlafen. Ja. Das sollte man vielleicht zumuten. Vielleicht doch einfach nur, weil sonst kein Platz ist, aber... Also könntest du ja jederzeit bei mir ins Bett kommen, wenn du nicht diese Geräusche machen würdest. Yeah. Und wenn du eine Frau wärst. Siehst du mich nicht? Moment. Gut. Scheiß auf das Ding und da runter, ist runter, 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 runter. Da ist kein Ding. Nicht runter? Nein, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Und wo geht's dann lang? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie doof. Hey. Torpedofisch. Akro-Delfin. Okay, lass mal hier unten bleiben. Irgendwo. Wir müssen jetzt gucken, wo das ist. Irgendwo. Muss der Akro-Delfin seine Wut rauslassen, am besten an einem Schatz. Vielleicht da oben? Irgendwo da oben? Keine Ahnung. Da hatten wir auch genug Probleme, überhaupt lang zu kommen. Ja, egal, dann tauchen wir einfach tief hinab. Oh, du siehst gar nicht so falsch aus. Da ist es, da ist der Schatz, da ist der Schatz. Du hast das toll gemacht, der Mast. Ich habe gerade mal so einen Mast gefunden als Delfin. Nehm den jetzt so mit. Klar. Echt vollkommen sinnlos, dass wir die ganzen Dinger hier einsammeln. Wir schaffen das eh nicht. Di-di-dam. Ja, das ist einfach jetzt unser Ziel. Wir haben ja alles, was wir wollen. Wir lehnen eh dauernd unser Erspartes. Und bam, komm, jetzt machen wir es absichtlich. Let's fail. Bam. Jetzt komm nicht voran. Ja, ich stehe auf Grillen. Übrigens, da ist auch die CD. Ja, die kann man so machen. Dann bist du zufällig da und haben wir die CD auch noch. Das ist 1A eigentlich. Und Stinky 2. Oh, ja, da bin ich das letzte Mal ohne Schaden durchgekommen. Das kann ich jetzt gar nicht mehr richtig toll sagen, weil ich jetzt direkt beim ersten gegengeknallt bin. Ja, übrigens hänge ich da jetzt so richtig schön hinter dir und komme auch kein Stück mehr dran, ne? Aber jo. Der war genial. Stinky 2. Hallo, ich will mal wieder mitmachen. Beeil dich halt. Er ist einfach nicht so schnell wie du. Und abseilen. Abseilen? Naja. Ja, jetzt bin ich wieder dabei. Entgarnen.
Oh, 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 oh. Nee, das wäre ja schon wieder viel zu nett. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ja. So, ich kann auch wieder meine Kapuze absetzen. Jetzt bin ich wieder voll motiviert. So, und jetzt kommt der Endgegner, ne? Jetzt kommt der Gegner des Endes, ja. Der, guck mal, wir haben auch schöne Rekorde aufgestellt, alles eingesammelt, also. Voller Erfolg, ne? Irgendwie sind wir gut. Ja, man kann dir ja sagen, obwohl wir es nicht mehr blind spielen, wir sind voll gut. Obwohl wir es nicht mehr blind spielen. Also wir spielen es wie Blinde, aber nicht blind. Eben deswegen. Ja, jetzt. Nee. Gehen wir da nicht? Nee. Gehen wir da nicht? Gehen wir da nicht? Ja, so, jetzt, kommt der jetzt kommt Kappa-Mari. Wie ist, wir haben ihn genannt? Kappa-Mari Scheißdreckvieh. Scheißdreckvieh, sein Name. Genau. Wie kam er da drauf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ach genau, gleich, ich wollte so ein Kalamari. Ich wollte den Namen Kalamari sagen, weil so ein Vieh war. Und die kam er nicht drauf, hat mir irgendwann gesagt, Scheißdrecksvieh. Das ist zufällig jetzt auch einer. Das führte dann zu einer ganzen Reihe von sehr lustigen Wortspielen. Augenbraue. Der hat eine Monobraue. Aber hallo, ey. Ach, der war eigentlich relativ einfach. Ne? Ja, ich glaube. Und uns einfach seine Arme abreißen. Telefonbuch. Steht er da unter? Er ist wie Scheißdreckvieh. Ist ja gut. Ich muss nur gerade dran denken, ich find's so geil. Schade, obwohl, ich habe ja noch die Original-Files. Ich könnte das mal rausholen. Und ja, mach mal. Ja, muss mich nachher mal dran erinnern, dass ich dann mal gucken, wo ich das... Hast du die nicht gelöscht eben? Ja, ich hab's nur aus dem Programm rausgelöscht. So. Die Hard-Files sind alle, die Files sind aber alle hart gesaved. Was ein Glück. In deinem Herzen gespeichert. Ja, dummerweise sind es auch immer nur die Audio-Files, die hart gesaved sind und nie die MIDI-Files, was ein bisschen doof ist, weil es meistens MIDI-Files sind, bei denen mein Programm abstürzt. Jetzt komm schon! Meine Fresse aber auch. So, da geht die hübsche Wollmütze dann vor. Oh mein Gott, so, oh, hat man eine Glatze gesehen. Oh nein. Es ist ein bisschen sauer, dass seine Glatze halt rauskam. Es ist sehr, sehr sauer, dass seine Glatze rauskam. Und jetzt wieder zu Scheißdrecks wie V.2. So. Erstmal ist er übelst wütend, verpestet das ganze Wasser. Und dann sagen Vegetarier oder so, Tiere sollte man nicht essen. Gut, auf den hätte ich jetzt keinen Hunger. Sind wir schon wieder beim Vegetarier-Thema. Ja, ja. Ja, Vegetarier sind halt immer so ein Thema, ne? Solange man nicht die Meinung aufgezeigt bekommt, ist ja okay. Okay, ich glaube, das du kennst keinen jemand, der Vegetarier ist und diese Videos guckt. Das ist doch schon eine recht deutliche Erinnerung zu deiner Meinung von vorhin. Was heißt von vorhin? Da habe ich auch nichts anderes gesagt. Vegetarier sind alle scheiße, die würde ich am liebsten schlagen. Übertreib. Wow. Ups, sorry. Ein bisschen aufs Spiel. Nein. Das wäre so ein bisschen hilfreich. Also wer auch immer unsere Videos kennt und Vegetarier ist, hat er nicht gesagt. Das ist eher meine Meinung. Und deine Meinung war, mich pitt an, wenn die... Jetzt, ach, du hast schon einen, das ist gut. Ich habe einen. Jetzt habe ich auch noch einen. Okay. Ich pisst an, wenn jemand irgendwie dir sagt, wie schrecklich du doch bist, weil du Tiere isst. Ja, das ja sowieso. Aber es ist halt einfach diese verfrorene Behauptung von manchen Vegetariern von wegen vegetarische Ernährung ist die einzig richtige Ernährung. Was einfach nicht stimmt. Weil lecker. Weil der Körper des Menschen ist auf die ist es ihm scheißegal? Aufnahme von Aminosäuren und Proteinen aus tierischen Produkten ausgelegt und gezwungen. Ich meine, gut, man kann natürlich leben. Frage ist halt, wie lange. Aber bitte. Wollte ich jetzt nochmal so. Ist das eigentlich so, wie lange gibt's Vegetarier schon? Dann gab's diesen drei. Nee, halt, ob das jetzt wirklich auf die Lebensdauer, also ob das jetzt schon richtig nachgewiesen ist, anhand von Beobachtungen. Kann ich nicht sagen, dass er gestern Studien gestorben gibt, war. Aber das ist auch sowas, was man eigentlich nicht wirklich behaupten darf. Hey! Er ist schon weg. Achso, du hast ihn getötet. Ja, so nebenbei. Guck mal, wie unsere Thema. Perlen da oben aus dem Bildschirm rausgehen. Ja, das ist voll gut. Ja. Man. Es ist halt, glaube ich, sowas, was man eigentlich politisch korrekt nicht behaupten darf. Weil einfach dann kommen wieder alle, willst du uns zwingen, Fleisch zu essen? Sorry, du, ist mir doch scheißegal. Mach du, was dich glücklich macht. Wenn du sterben willst, bitte. Kein Zwang an. So, wir haben auch aufgenommen, ja? Ja, ich würde auch fast sagen, wir machen jetzt noch eine kurze Aufnahmepause. Aha. Und dann essen eine Scheibe Toast. Ja, gut. Schon wieder was essen.
Hast doch gerade erst gegessen. Scheißdrecksvieh. Also Jörg, dann können wir eigentlich kurz hier stoppen, gehen dann in Frostfadenheim und sehen uns dann gleich wieder. Bis demnächst. Bis dann.